Hallo meine Lieben, hier ist das schon lange angekündigte Oktobervideo. Oh, bei mir geht's heiß her, sorry. Aber ja, die Energien aus September und Oktober, die haben mich hier ganz schön durcheinander gewirbelt, beziehungsweise haben euch durcheinander gewirbelt. Und das ist bei mir immer dann ein bisschen chaotisch, alles unter einen Hut zu bringen, allen Dingen gerecht zu werden, die ich gern für euch machen möchte und die ich auch gerne verspreche. Also von daher seht's mir nach, wenn ich immer ein bisschen hinterherhinke mit Antworten oder mit Videos oder. Ja, wir sind im Oktober gelandet, ziemlich krass mit einer Sonnenfinsternis. Eine Energie, die sich eher wie ein Vollmond angefühlt hat, also emotional nah am Wasser gebaut, ein bisschen durcheinander gewirbelt. Ja, so eine Sonnenfinsternis ist eben auch der Beginn eines riesengroßen Transformationsprozesses, und das ist es, glaube ich, auch für viele. Wir haben ein neues Schleifchen begonnen, ein neues karmisches Schleifchen, neue Themen karmisch aufgedeckt, die gelöst werden wollen. Und das eben im Zeitraum bis zur nächsten Sonnenfinsternis, also bis in 6 Monaten, bis zum Frühjahr. Und das sind immer Dinge, die einen immer so ein bisschen sprachlos machen, die einen emotional sehr mitnehmen, zumal eben auch diese Sonnenfinsternis auf der Beziehungsachse stattgefunden hat, wie der Waage. Und das ist dann immer noch mal wirklich ein Ding, wo man sich mit zwischenmenschlichen Sachen auseinandersetzt. Jetzt nicht vielleicht bei allen von euch liebestechnisch, bei manchen war es vielleicht auf der Freundschaftsebene oder im beruflichen Bereich, aber es ging auf jeden Fall darum, dass das Thema Beziehung sehr stark oder Partnerschaften, die wir sehr weit gefasst sehen, also immer dann, wenn mindestens 2 Menschen aufeinandertreffen. Und da ging es schon heiß her, beziehungsweise sind auch Dinge ins Rollen gebracht worden, die sich erst noch in den nächsten Wochen und Monaten zeigen werden. 5. bis 7.10. Ich mache gleich mal weiter mit den Terminen, die ich mir hier so auf dem Spickzettel notiert habe. 5. bis 10. 7.10. haben wir ein Mars-Merkur-Quadrat. Mars, der Planet des Krieges, Merkur, der Planet der Kommunikation. Ihr wisst, was jetzt kommt. Missverständnisse, Streit, Unverständnis, das könnte ein großes Thema sein. Am heutigen, am morgigen und am Montag, wobei der Montag schon wieder sehr stark abgeschwächt wird durch tolle Liebesenergien, und von daher, ja, seid bitte extrem vorsichtig am Sonntag, der Tag between dem 5. und 7. Das scheint wirklich ein Tag zu sein, wo so einiges nochmal hochkommen könnte, wo man sich schnell auch in Gefahr in der Kommunikation begibt. 7. bis 9. 10. Mars und Venus bilden einen sehr schönen Aspekt. Die Venus, die für die Liebe steht, der Mars, der für die Aktivität steht in diesem Falle, oder für das Geld und Aktivität. Aber ich sag mal, hier schauen ja mehrheitlich Liebesinteressenten zu, und von daher ist es eine sehr schöne Zeit, Montag bis Mittwoch, wo es um Lust, Liebe, Leidenschaft geht und wo auch echt Aktivität passieren kann, was ja viele von euch sich ja wünschen, dass von der anderen Seite mindestens mal die Kommunikation angestoßen wird oder vielleicht auch mal wieder ein Treffen stattfindet. Am 9.10. wird der Jupiter rückläufig für einen längeren Zeitraum. Rückläufigkeit der Planeten hat immer etwas zu bedeuten. In dem Falle nähert er sich einer sehr schönen Konstellation im nächsten Jahr an. Wir spüren jetzt schon so ein bisschen die Energie, wenn er dann rückläufig wird und Richtung Uranus und Neptun wandert, weil sich die 3 dann eben annähern in einem Sextil, und dieses Sextil wird im nächsten Jahr, im Sommer nächsten Jahres, gerade genau, und das wird ja ein sogenannter Wunderaspekt sein, und da sollte man auf Wunder gefasst sein. Also es hat noch ein bisschen Zeit, aber vielleicht merkt der ein oder andere schon über ganz kurze wundervolle Momente und neue Erkenntnisse, dass auch Wünsche in Erfüllung gehen können. Am 12.10. läuft der Pluto vorwärts. Der Pluto, der sich nochmal in den Steinbock bewegt hat, ab 18.11. im Wassermann unterwegs ist, und damit kommt das Neue in unser Leben, was unaufhaltsam ist. Ja, volle Kraft voraus, heißt es hier.
eine neue Ära beginnt mit Pluto und Wassermann und wir werden ab dem 12.10. merken, dass ganz neue oder dass die Energien für neue Dinge offen sind, dass neue Dinge geschehen können. Und ja, das werden wir sicherlich nicht nur im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich merken, sondern das werden wir auch von unserer Gesellschaft her merken. 12. bis 16.10. Entspannungsaspekt zwischen Merkur und Pluto. Das ist wieder mal eine schwierige Kommunikation. Pluto, die Quadratur vom Mars, heißt einfach, dass es noch ein bisschen schlimmer wird als am 7. bis 9.10. Aber es ist in der Zeit auch mit Venus im Skorpion eine schöne Liebeskonstellation. Also es kann auch bestimmte Dinge aufweichen. Vielleicht ist die Kommunikation schwierig im geschäftlichen Bereich. Aber ich sag mal, zwischenmenschlich sollte das sehr schöne Dinge ergeben, zumindest ab am 16.10., wo dann wirklich auch das Thema Seelen, Liebe, Seelen, Partner, Sehnsucht nach dem zweiten Teil eurer Seele, ne, nach dem weggegebenen Seelenanteil sehr, sehr groß wird. 14. bis 18.10. Venus, Uranus und Neptun. Versprechen, Flirtchancen, Verliebtheit, ja, die Transformation in der Liebe. Es ist ein sehr, sehr schöner Glücksaspekt. Also die Zeit 14. bis 18.10. ist sehr stark von Liebe geprägt. Wenngleich wir auch am 17.10. einen Vollmond im Widder haben, der da nochmal etwas neu in Bewegung bringen kann. Ja? Ich mache am 17.10. auch ein Vollmondritual, all dieweil der Widder etwas ist, der Durchsetzungskraft hat, Initiative mitbringt, den Willen verstärkt. Und da die Venus, wie gesagt, in einer sehr schönen Konstellation bis zu dem Zeitpunkt auch noch ist, mit Venus im Skorpion, in dem leidenschaftlichen Skorpion und Pluto sich auch noch dazu gesellt, wird es wirklich leidenschaftlich, auch an diesem Vollmond. Und deswegen werde ich, Vollmond ist ja immer ein Loslassthema, Vollmond ist immer das, was ja, aus der alten Zeit noch gehen darf, um das Neue willkommen zu heißen. Und deswegen werde ich da nochmal schauen in dem Ritual, was darf sich lösen und was steht kurz bevor. Also ähnlich wie bei dem letzten Ritual, was ich gemacht habe, hier nochmal drauf schauen, ne? Was darf gehen, was darf kommen. Wer dabei sein möchte, ihr findet unter dem Video auch nochmal Informationen dazu, Details und Preise und könnt euch gerne auch über die unten stehenden Kontaktdaten bei mir anmelden. Ja, zum Ende des Monats hin kommt eine sehr, sehr kritische, ein sehr kritischer Aspekt, ein Kriegsaspekt, ein Machtaspekt, ein Aspekt, der auch für Gewalt steht. Da haben wir eine Pluto-Mars-Opposition, die am letzten Oktobertag bis in den Novemberanfang hineingeht, also da wird es nochmal heftig, da wird es wahrscheinlich auch, was die Auseinandersetzungen angeht, heftig. Ihr habt ja, ja auch sicherlich das aktuelle Geschehen auf der Welt verfolgt und das ist zumindest ja, eine Konstellation, die so ein bisschen besorgniserregend ist, dahingehend, was aus diesen Konfliktherden auf der Welt geschehen wird, was sich da aus astrologischer Sicht leider hier nochmal verschärfen wird. Auf die Portaltage geschaut. 3.10. hat man einen Portaltag, 8.10. kommt einer, 11.10., 17.10. und dann haben wir gleich einen Korridor von 10 aufeinanderfolgenden Portaltagen, 21. bis 30.10. Das wird wieder eine kritische Zeit werden, in der man lange durchhängt. Das ist leider immer so. Portaltage sind sehr schön, weil sie Möglichkeiten eröffnen, weil sie uns Einblick geben, auch auf die andere Seite, weil wir stärker Informationen auch aus dem Jenseits bekommen oder eben auch aus unserem Unterbewusstsein. Das ist das Positive, aber Portaltage fühlen sich einfach auch in dem Sinne erstmal schwer an, weil Dinge nicht konkret vorangehen, sondern weil die Dinge erstmal sehr, sehr stark gefühlt, sehr stark in der Intuition, sehr stark in der Wahrnehmung getroffen werden. Und das ist für viele von uns nicht einfach. Es ist vieles leichter mit dem Kopf zu verstehen, als es zu fühlen. Und
Ja, wer da so sein Thema mit dem Fühlen hat und Kopf und Herz zusammenzubringen, das ist ja dann das Wichtige aus so einer Situation, aus so einer Konstellation, der kann sich gerne unten anmelden. Ich biete eine Begleitung durch diese 10 Portaltage an, indem ich jeden Tag eine persönliche Tarotkarte für dich ziehe, wir am Abend darüber kommunizieren, was sich am Tag gezeigt hat, was für Themen bei dir getriggert wurden und hochgekommen sind, was noch gelöst werden darf. Und ja, wenn der Portaltagskorridor dann eben vorbei ist, dann schauen wir nochmal drauf, was offen geblieben ist. Also es ist ein kleines persönliches Coaching, wo ich dich über 10 Tage begleite. Informationen und Preise findest du auch unten in der Infobox. So, was soll ich das Ganze jetzt sagen vom Oktober? Ich habe so ein paar Termine runtergerasselt. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Der Oktober ist eine gute Chance, ja, größere Ziele zu planen. Es ist an der Zeit, einem Vorhaben Form zu geben. Und das eigentliche Risiko darin besteht nur in den Erwartungshaltungen dir nahestehender Menschen und nicht in dem, dass du etwas tust. Ja, wichtig ist, dass du hier im Oktober Selbstverantwortung übernimmst, dass du die oder derjenige bist, der klärt. Und dann ist alles schon fein. Also nicht zu sehr die Angst vor einer Veränderung scheuen aus dem aus der Gefahr heraus, mit anderen Menschen aneinander zu geraten oder nicht deren Erwartungen zu erfüllen. Das ist eigentlich die Botschaft für Oktober. Selbst in die Veränderung zu gehen, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen und ja, mit kleinen Schritten aber stetig seinen Weg zu gehen und dann wird sich vieles von allein ergeben und fügen. Das ist aus meiner Sicht die große Botschaft für Oktober. Für alle Liebenden, und das sind hier, ich würde mal sagen, mindestens 90%, noch eine kurze Zusammenfassung auf die Liebe. Ich habe es euch gesagt, Venus im Skorpion bis 17.10. Damit könnte es richtig ernst werden für die Liebe. Vom 7. bis zum 9.10. gibt es die lustvollen Momente, heißen Sex. Und am 16.10. geht es um Herzöffnung für die bedingungslose Liebe, die durch Neptun hier wieder stärker in den Fokus gerückt wird. Ein paar Momente sind dabei. Ne? Ich habe immer von dem kritischen Oktober gesprochen. Kritisch deswegen, weil wirklich so ein paar, auch schon mit Sonnenfinsternis, ne? So ein paar knifflige Portaltagskorridor und Spannungsaspekte, die wir haben, so viele knifflige Sachen dabei sind, aber wie gesagt, es sind auch Aspekte dabei, die der Liebe gut tun, die der Sexualität gut tun, die der Nähe gut tun, die dir gut tun werden. Und was die Karten dazu sagen, das schauen wir uns an. Ich habe es diesmal anders gemacht. Ich habe gestern nicht geschafft, das Video aufzunehmen, aber ich habe gestern schon die Karten springen lassen und umgedreht. Also ich bin auch gar nicht mehr so ganz frisch darin, was hier überhaupt gefallen ist. Und lass mich jetzt mal ganz spontan eben dazu führen, euch Informationen zu eurem Herzblatt zu geben. Ja, es geht hier in der Legung darum, dass wir hinter den Vorhang schauen. Zum einen mit den Crystal Visions Tarotkarten von der Jennifer Galasso. Mit den Kipperkarten vom Altenburg Verlag und mit den Gilded River Lennemore Karten von Giro Marchetti. Und mit diesen drei Decks schauen wir jetzt auf die einzelnen Themen, bevor wir das machen. Natürlich noch die Informationen zum September-Gewinnspiel. Das August-Gewinnspiel habe ich noch nicht veröffentlicht, kommt die Tage. September. Ihr könnt eine persönliche Legung im Karmischen Kreuz auf eure Situation gewinnen, wenn ihr in den Kommentarfeldern ganz eindeutig bekundet, dass ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Wie auch immer ihr das macht. So, das sei dazu gesagt. Und wir schauen, wie gesagt, jetzt auf dein Herzblatt, was ist sein Thema, was seine Gedanken, Gefühle, was tut er, was hindert ihn, was sind Kräfte, was ist Endergebnis, ja? So, was ist das Thema bei ihm in diesem Monat? Ja, dein Herzblatt hält an einer alten Situation fest, er hält an materiellen Dingen vielleicht fest, vielleicht hält er auch an Menschen aus der Vergangenheit fest und in diesem Monat geht es darum, zu transformieren, ja, und interessanterweise, ich habe gerade nochmal die Zusammenfassung Oktober gemacht, die unabhängig von den Karten hier passiert ist, das will ich nochmal dazu sagen, und da habe ich davon gesprochen, dass das einzige Risiko im Oktober die Erwartungen anderer Menschen sind, und schau mal, da ist eine Person, die gewisse Erwartungen an dein Herzblatt hat, und das darf
Ne? Davon darf er sich nicht beirren lassen. Er soll seine Transformation hier durchziehen. Ich nehme nicht wahr, dass du das bist. Ja? Sondern, wie ich schon gesagt habe, Erwartungen von anderen Menschen aus seinem Umfeld, die machen es ihm schwer, in die Transformation zu gehen. Aber er will das eigentlich. Ja? Er will aus diesem Alten, aus der Vergangenheit, aus dem Festhaltenden, aus dem Klammernden, aus dem gefesselt sein möchte er raus, ja. Und das ist das Thema für den Oktober. Seine Gedanken. Was denkt dein Herzblatt? Er macht sich ganz viele Gedanken um sich. Er macht sich ganz viele Gedanken darum, wie er zu hohen Ehren kommen kann, wie er erfolgreich sein kann. Das ist sicherlich auf die berufliche Seite gemünzt, ja, vielleicht auch auf die Münzen gemünzt, ja, auf die finanziellen Themen. Aber er macht sich auch Gedanken darüber, wie er in der Liebe erfolgreich sein kann. Und da ist ihm klar geworden, so, jetzt muss ich erstmal auf mich schauen. Erst wenn ich mit mir im Reinen bin, kann das funktionieren. Solange wie ich hier Kämpfe an allen Fronten führe, solange wie ich allein gegen Kampfenergien hier irgendwo stehe, gegen andere Menschen stehe, solange wird das wohl nichts werden. Ja? Also er schaut hier sehr stark auf sich, er schaut darauf, wie kann er erfolgreich sein? Das ist doch schon mal was. Das ist schon mal eine gute Bewegung im Transformationsprozess. So, welche Gefühle hat dein Herzblatt? Der ist momentan sehr stark angebunden, auch an die lichtvolle geistige Welt und auch an das Thema Glauben und Glaubenssätze und woran soll ich überhaupt glauben? Was ist der Sinn des Lebens? Was macht hier für mein Leben, für mein weiteres Leben Sinn? Und da, juhu, aus dem Fühlen heraus, weil er extrem viel für dich fühlt und auch weiß, ihr seid zwei alte Seelen, das ist eben auch eine Charakteristik von dem Bären, ja, diese alte Verbindung, die ihm gut tut, ja, wird zu einem Geschenk werden, wenn er sich auf die Gefühle zu dir einlässt. Ne? Vielleicht sind hier noch ein paar moralische Vorstellungen dabei, wo man sagt, okay, die dürfen abgelegt werden, aber das ist grundsätzlich hier nicht das kriegsentscheidende Thema, sondern er wird sich auf den Weg machen. Er wird mutig sein, weil er dich als Geschenk betrachtet, weil er seine Gefühle als Geschenk betrachtet, weil er endlich wieder ins Fühlen gekommen ist, ja, weil er sich mehr und mehr auch auf Intuition und Wahrnehmung verlässt und damit eben auch die Gefühle bei ihm fließen können und er merkt, wie gut ihm das tut, ja, dass das ein richtiges Geschenk ist, wieder was, wieder zu fühlen, wieder jemand nahe zu sein vielleicht auch. Welche Hindernisse gibt es im Oktober bei deinem Herzblatt? Der König der Stäbe? Die Militärsperson und der Park. Ja, und da haben wir, fangen wir mal so rum an, da haben wir wieder die Öffentlichkeit, ja. Ich sag's nochmal, die Erwartungen von anderen Menschen aus dem Umfeld, das, was andere über ihn denken könnten, ist vielleicht hier auch ein Hindernis, ja. Dann ist ein Hindernis, dass er so ein bisschen Stock im Arsch hat, dass er eine sehr autoritäre Person ist. Vielleicht ist er auch eine Person, die in der Öffentlichkeit steht und wo es ihm eben selber so ein bisschen auf seinen Ruf in der Öffentlichkeit ankommt, ja. Aber was ihm auch im Weg steht, ist seine Leidenschaft, ja. Der kann einfach nicht verbergen, dass er hier total von dir begeistert ist, dass er unglaublich von dir angezogen ist, dass er also sich, dass er hin und weg ist, sobald ihr zwei euch hört, seht, über den Weg lauft. Diese Leidenschaft, die er für dich empfindet, ja, die ist so groß, dass sie manchmal ein Hindernis für ihn ist. Dass er das Gefühl hat, nicht klar denken zu können, dass er von den Gefühlen, die da sind, die sich schön anfühlen, einfach auch übermannt wird. Und es ist nicht nur das Gefühl, es ist, wie gesagt, das ist das Feuer. Ja? Also König der Stäbe ist das Feuer, ist die Leidenschaft, das ist das, was du mit ihm machst. Ja? Und da fühlt er sich manchmal ja, nicht als autoritäre Person, sondern da fühlt er sich ganz weich und mit weichen Knien in deiner Gegenwart. Und das kann häufig auch ein Hindernis sein, weil er das Gefühl hat, keine klaren Gedanken fassen zu können. Welche Kräfte wirken?
Zum einen, ja, ist irgendwie spannend, wenn man es jetzt so sieht, ne? Hier gibt es zwei Personen, ja, die eine, die falsche Person, die eher, ich sag mal, dafür sorgt, dass er sich wie im Gefängnis fühlt, die eher ihm da Ketten anlegt, die eher die ihm eher die Luft nimmt, und dann auf der anderen Seite die Person, die du zu sein scheinst, die hier die Herrscherin ist, ja, die weiß, was sie will, die mit sich im Reinen ist, die schon durch einen Transformations- und Heilungsprozess gegangen ist, die glücklich mit ihrem Leben ist, aber für die er sozusagen das i-Tüpfelchen darstellen würde, mit der er auch Dinge neu, ne, hier ist schwanger auf dem Bild, es muss jetzt nicht gleich partnerschaftlich Schwangerschaft bedeuten, sondern da geht es auch um die Dinge, die neu entstehen können mit jemandem, der mit sich im Reinen ist und nicht ihn einsperren muss, um glücklich zu sein. Ja? Und da geht es halt, welche Kräfte wirken, dass man jetzt zu langsam in einem Entscheidungsprozess ist, dass man wirklich an der Weggabelung steht und schaut, in welche Richtung man weitergehen darf oder wo man mehr Energie reinstecken darf. Vielleicht geht es noch gar nicht um die Entscheidung selber, vielleicht liegt ihr auch noch in der Zukunft, aber hier macht sich jemand einfach auch klar Gedanken darum, wie beide Seiten aussehen, wie beide Stühle sozusagen besetzt sind, ne? Wenn jemand hier zwischen den Stühlen sitzen sollte. Was wird er tun? Was wird dein Herzblatt tun? Ja, hier ist eine Karte abhanden gekommen. Wo ist sie hin? Da. Die Drei der Münzen. Mit der Drei der Münzen, ihr seht es schon, ne? Es ist eine Prüfungsaufgabe. Du hast ihm hier eine große Prüfung gestellt. Wir haben es vorhin gehabt, der ist einfach hin und weg, leidenschaftlich. Für dich brennt er hier und er könnte es nicht ertragen, wenn du aus seinem Leben verschwindest. Das scheint die Botschaft der Karte zu sein. Das ist die Prüfungssituation für ihn. Dass er weiß, dass er irgendwann an den Punkt kommt, wo mal ein Treffen wieder stattfinden muss, wo man wieder in die Kommunikation gehen darf. Genau das, was du dir wahrscheinlich schon lange wünschst. Hier geht es echt darum, dem anderen wieder nahe zu sein, sich wiederzusehen, weil er es einfach nicht aushält ohne dich, ja? Und es nicht ertragen könnte, wenn jetzt zu lange Zeit vergeht, dass jemand anders um die Ecke kommt, der dich wegschnappt, oder dass du einfach auch, du bist ja schließlich auch die Herrscherin über dein Leben geworden, dass du sagen würdest, sorry, aber ne, ich bin hier keine Option, ich bin hier keine Wahl, ich bin die Königin bzw. die Herrscherin. Ne? Das ist so das Ding, er wird etwas tun, er wird sich im Oktober in deine Richtung begeben, er wird hier schauen, dass ihr beide wieder zusammenfindet, dass ihr wieder gemeinsam Zeit miteinander habt, dass ihr ja auch vielleicht ein Stückchen weiter miteinander gehen könnt für den einen oder anderen. Das Endergebnis. Was wird passieren? Eine große Transformation findet bei ihm statt. Das ist die Botschaft aus dem Oktober. Er arbeitet an seinen Ängsten. Wovor er bisher Angst hat, merkt er, alles nur Gespenster. Ne? Wenn er Angst davor hatte, irgendetwas loszulassen, darüber nachzudenken, was denken die anderen, das wird nach dem Oktober nicht mehr wichtig sein. Es geschieht eine riesengroße Veränderung bei ihm, eine riesengroße Transformation. Es wird ihm gelingen, im Oktober Altes loszulassen und für sich, es geht erstmal nur hier um ihn, ne? Für sich, darüber denkt er ja auch nach, erfolgreich zu sein. Ja? Also der Erfolg ist schon erstmal etwas, wenn er für sich weiß, wie er sein Päckchen hier abwerfen kann, wie er mit seinen Ängsten, die er hatte und vielleicht noch hat, umgehen kann. Das ist schon eine enorme Transformation bei ihm, und sobald die Transformation bei ihm geschehen ist, ist das natürlich auch sehr positiv für eure Verbindung zu sehen. Ihr Lieben, schöne Karten, oder? Also das, was ich immer am meisten gefragt werde, ihr könnt definitiv mit Kommunikation rechnen, ihr könnt definitiv mit einem Wiedersehen rechnen. Das sind die Dinge, die sich hieraus ergeben. Hier wandelt sich etwas. Hier wandelt sich etwas im Mindset von deinem Herzblatt.
Hier möchte jemand alte, ungesunde Situationen oder Menschen verlassen, die ihm nicht mehr gut tun, und wird sich auf den Weg machen, erstmal zu sich selbst. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Botschaft. Ja, hier ist jemand dabei, zu sich selbst zu finden, einen Weg zu finden, wie er für sich, ich sag mal, ein neues Leben anstoßen kann. Sehr, sehr schöne Botschaft. Ich sage es nochmal, Gewinnspiel, ihr könnt eine persönliche Legung im Karmischen Kreuz gewinnen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, dass ihr daran teilnehmen möchtet. Wer am Oktoberritual im Vollmond teilnehmen möchte, Details und Preise findet ihr auch unten. Und ansonsten wird der Oktober, wie gesagt, auch für die Liebe einiges parat halten, schon in der nächsten Woche. Darauf dürft ihr euch freuen. Seid vorsichtig am Wochenende mit der Kommunikation. Alle diejenigen, die der Meinung sind, hier kommunikativ was anstoßen zu müssen, lasst es. Ja, wartet noch bis Montag. Da sieht es besser aus. Montag, Dienstag eher. Gut, ihr Lieben. Habt einen tollen Oktober. Es kündigen sich sehr schöne Dinge an. Ich habe meine... Ich suche. Ah ja, ich werde gerade... Doch, da ist er. Meine Fernbedienung habe ich gesucht. Es kündigen sich sehr schöne Veränderungen an für dein Gegenüber. Und das ist ein wichtiger Stein des Anstoßes, dass er hier mit sich ins Reine kommt. Und wenn er mit sich im Reinen ist, gibt es auch wieder viel mehr Möglichkeiten, hier partnerschaftlich mit ihm zu kommunizieren, sich zu treffen, etwas zu erreichen, wie auch immer. Ihr Lieben, macht's gut, einen schönen Oktober. Schreibt mir gerne im Nachhinein auch noch, was bei euch konkret im Oktober passiert ist. Ich bin neugierig. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.